Die Elvira lässt die ihre Stammbeine sein. Ins Restaurant Bahnhof Döss zu Winterthur. Und dort gibt es ein Wunschkonzert. Für mich gerne das Gotenblé ohne Schinken. Nur mit Gemüse? Nur mit Gemüse, sehr keine gerne. Pommes frites. Mir einfach ein bisschen wenig Pommes frites und auch wenig Gemüse. Mehr davon jetzt. Mini Bites, Dini Bites ist diese Woche im verschneiten Winterthur. Und heute, am dritten Tag, geht es ins Restaurant Bahnhof Döss, wo früher eine typische Quartierbeiz war. Das ist das Lieblingslokal der Elvira, der heutigen Gastgeberin. Sie ist etwa seit anderthalb Jahren hier Stammgast. Die Elvira ist Coiffeuse und Seminartrainerin für Persönlichkeitsentwicklung. Sie lebt in einer Beziehung und hat kein Kind. Kalligrafie, also die Kunst vom Schönschreiben, ist ein Hobby von ihr. Hallo miteinander. Hallo. Hoi, Elvira. Hoi, Marek. Grüß dich, hallo. Hoi, Maja. Gut. Und dir? Schön, du bist schon gekommen. Ja, freut mich auch. Darf ich dir vorstellen, das ist Marek und Maja, der Inhaber vom Bahnhöfli. Grüezi miteinander. Darf ich dir die Jacke? Ja, gern. Danke vielmals. Wie bist du eigentlich aufs Bahnhöfli gekommen, Elvira? Durch eine Kundin von mir. Sie hat immer geschwärmt von dem Bahnhöfli und hat gesagt, ich muss unbedingt das mal probieren. Und so bin ich dann aufs Bahnhöfli gekommen. Und darf ich dir unseren Gastraum zeigen hier bei uns im Bahnhof Döss? Ja, das wäre unser schön neu dekorierter Gastraum, wo wir eingerichtet haben. Maja hat es etwas dekoriert. Vielleicht kann sie dir noch ihre Lieblingsstücke zeigen. Ja, da ist es meine alte Küste von Großmutter. Wo habe ich erlebt. Und da habe ich eben gesagt, er muss es da stehen, dass es jeder Gast sieht. Das gehört zum Raum. Das Bahnhöfli ist eines der ältesten Restaurants Döss. Marek und Maja haben die Quartierbeiz 2011 übernommen und sie ein bisschen renovieren lassen. Von wo kommt ihr? Also ich komme ursprünglich aus der Slowakei. Das war bis 1993 Tschechoslowakei. Und ich habe für eine Schweizer Reederei gearbeitet, hauptsächlich in Kreuzfahrtschiffen als Chef de Service oder immer schon in Gastronomie. Und durch die Agentur hier in der Schweiz habe ich dann ein Jobangebot bekommen, in die Schweiz zu kommen. Ja, und dann habe ich das so angenommen, bin in die Schweiz gekommen und seit 2006 bin ich in der Schweiz glücklich. Ja, ich komme auch ursprünglich vom Slowakei und nach der Schweiz hat mir Liebe gebracht. Woher geht's jetzt? So, und da wären wir bei uns in dem neuen herrlichen Wintergarten, den wir neu eingebaut haben. Der besteht seit erst Kürzen und ja, das ist der Haupt von unserem Restaurant, wo sehr schön, fein, gemütlich am Abend gediegen gegessen wird. Bist du gerne da und hast einen Stammplatz, Elvira? Ich bin sehr gerne im Wintergarten. Ich habe nicht einen Stammplatz, aber ich bin gerne in diesem Raum, weil es auch sehr schön ist, so zum Rausschauen. Wir waren da, gerade wo es so geschneit hat, sehr romantisch und so fast ein bisschen märchenhaft. Für mich stimmt die Atmosphäre. Es ist klein, fein, einfach gemütlich. Und gleich mit der so eleganten Note. Wie würdest du eure Beziehung beschreiben, Elvira? Es war von Anfang an sehr herzlich. Und jetzt hat sich das natürlich noch ein bisschen intensiviert durch das Ganze. Es ist immer so, ja, es ist so ein guter Umgang, so natürlich und einfach gut. Schön. Und jetzt geht es weiter in die Küche. So, und da sind wir schon in der Küche. Das ist das Herzstück von dem ganzen Restaurant. Und hier werden alle die Spezialitäten von uns zubereiten. Hauptsächlich sind wir spezialisiert auf Cordon Bleus, die wir auf verschiedene Art und Weise zubereiten. Wir benutzen dafür einen sehr feinen, würzigen, milden Bergkäse, speziell für uns angeliefert. Einfach wirklich gut bürgerliche Schweizer Küche, auf das wir sind spezialisiert. Was ich sehr gerne esse, ist natürlich das Kalbs Cordon Bleu. Und auch das ungarische Gulasch ist sehr fein. Wie ist bei euch die Arbeitsteilung, Marek?
Also wir sind ziemlich flexibel, das heißt, jeder kann überall die Position von den anderen übernehmen. Die meiste Zeit bin ich doch in der Küche und Maya begrüßt die Gäste und ist vorne im Service. Ab und zu teilen wir uns die Aufgaben auf oder wir wechseln halt die Station je nach Lust und Laune. Jetzt gibt es aber noch etwas zu tun. Die drei haben nämlich etwas ganz Besonderes vor für heute Abend. Ich hatte die Idee, um Menükarten von Hand zu schreiben. Einmal etwas anderes. Weil meistens kommst du sie so vordruckt über. Die Elvira schreibt Menükarten und der Marek darf röllen. Ihn interessiert, wo die Elvira das gelernt hat. Also ich habe einmal einen Kurs gemacht mit Kalligrafie. Habe aber auch sonst immer sehr gerne geschrieben. Und bin auch die, die immer hat müssen, dort noch zeigen in der Schule. Und ja, ich schreibe gerne mit den Federn. Es hat einfach eine andere Wirkung. Und speziell jetzt auf dem Papier, ja, wo da rein passt, habe ich gefunden, es ist anders, als wenn du es mit einem Kugelschreiber oder so einem Tintenroller schreiben tust. Die Menükarten sind fertig. Ja, super. Wunderbar. Und passt gut zu den braunen Stühlen. Perfekt. Gut. Hast du super gemacht. Danke. Freut mich, danke. Danke für deine Hilfe. Wir gewinnen. Mini Bites, deine Bites. Wir gewinnen. Meine Beiz, deine Beiz. Weil es klein, gemütlich ist und ein feines Essen gibt. Der Elvira, ihre Gäste kommen. Der Computerfachmann Alex und der Thomas, der als Montageteamleiter arbeitet. Und Claudia, die Sachbearbeiterin im Qualitätsmanagement ist. Und Gesundheitsmasseurin Erika. Ah, hallo. Hoi, Vira. Hoi, Thomas. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke. Hoi, Alex. Wie geht's? Gut, danke. Gut. Der Eindruck vom Restaurant eben im ersten Moment, wie von einem Bahnhof. So der erste Eindruck, Bahnhofbuffet, wo man halt in der Schweiz viel hat, noch ältere. Und dann, wenn man reinkommt, wow, Überraschung, modern, passt, tipptopp. Gut gefunden. Ja, super. Schön. Hoi. Hübsch gesehen. Thomas, seinen positiven Eindruck von den Beiz beim Reinkommen teilen aber nicht alle. Von draussen zu innen war ich ein bisschen enttäuscht, dann, der erste Eindruck. Als ich so hingelaufen bin, habe ich gedacht, das ist, glaube ich, ein spezielles Lokal. Also, sieht heimelig aus. Und als ich dann aber reingekommen bin, ich habe das Gefühl, ich sehe in einer Käsestube. Das ist mir nicht so gut übergekommen. Käse spielt heute Abend noch eine heimliche Hauptrolle. Herzlich willkommen bei uns im Bahnhof Litteus. Ich hoffe, Sie werden das Essen genießen und den Abend auch. Und ich wünsche Ihnen guten Appetit und ja, genießen Sie den Abend bei uns. Danke. Herzlich willkommen. Schön. Ja. Ich darf Ihnen schon schnell zum Apero anbieten. Wir haben hier gute, beste Prosecco von uns. Pionto und den kleinen Antipasti zum Apero. Zum dritten Mal in dieser Woche stossen die Winterthurer Gourmet zum Apero an. So, und schönen Abend, Erika. Schönen Abend. Alex, zum Wohl. Und wie kommt der Prosecco bei den Gästen an? Prosecco ist ein Getränk, das ich fast nie trinke. Den Prosecco hatte ich gerne. Wie der Alex bin auch ich überhaupt kein Prosecco-Liebhaber. Ich bin wirklich mehr der Gin- und der Biertrinker und das gebe ich auch zu. Also ein Glas geht, oder? Ja, ein Glas geht, ja. Dazu gibt es noch ein paar Häppchen. Das ist hausgemachtes Äpfelchutney. Das haben sie heute Mittag frisch gemacht. Ja. Okay. Preiselbeere. Das ist der ganz spezielle Käse, den sie haben, den nachher ihr noch kennenlernen werdet. Okay. Okay. Und die Oliven. Oliven. Für genau diesen Käse geht später noch einmal der Vorhang auf. Und zwar geschmolzen im Cordon Bleu. Das habe ich sehr positiv gefunden, auch kreativ, um einem einfach etwas einmal auf eine andere Art zu zeigen.
So, würde ich Ihnen gerne das Menü für heute Abend präsentieren. Für die Dame. Die ja, ja, selbstverständlich. Für den Herrn. Danke schön. Schön. Schick, schick. Schon verraten, da hat das die Elvira für Sie von Hand geschrieben. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Von Hand. Und wir sind gespannt auf den Menü. Also, wenn ich es geschrieben hätte, hätte es niemand lesen können. Dass sie so schön schreiben kann, ich bin tief beeindruckt. Sensationell und wirklich ganz eine lässige Idee. Also hoffentlich bist du morgen nicht enttäuscht, weil das ist nach Hand getippt. Das ist auch Arbeit dahinter. Die Claudia will es noch mal genau wissen. Du, Elvira, hast du die jetzt alle von Hand geschrieben? Wirklich? Ja, habe ich von Hand geschrieben. Super. Sind also heute voll am Arbeiten. Sieht gut aus. Danke. Eine kleine Kritik kommt dann doch noch. Es war ja eigentlich der Auftrag auch, um ziemlich so eigentlich das Ganze zu machen, wie ein Restaurant ja eigentlich sich sonst so präsentiert. Und weil sonst hätte ich eigentlich auch gerne meine Menükarte von Hand geschrieben, weil ich schreibe auch gerne von Hand. Zu Hauspeis haben wir ein. Das erste Mal Dessert die Woche. Cordon Bleu vorbereitet, das gab's Cordon Bleu. Nein. Gefüllt mit saftigem Schinken und den würzigen, milden Bergkäse, den Sie schon zum Aperitif probieren können. Und zum Dessert haben wir ein Duett vom warmen Schokoladenkuchen mit flüssigem Schokoladenkern und hausgemachten cremigen Cheesecake. Nicht so süß, leicht cremig, von Mascarpone und Ricotta mit etwas Zimtpudding gemacht. Okay. Ja? Und ein bisschen Früchtegarnitur dazu. Wir rollen heute heim. Ein deftiges Menü. Wie finden die Gäste die Auswahl? Ein bisschen Albtraum. Ist wahr? Ja, warum? Das ist ein Menü, das ich jetzt gar nicht bestelle. Ich war jetzt nicht überwältigend, weil Cordon Bleu, ja, das kannst du fast überall essen. Aber es kann sich natürlich dann nachher von der Qualität her abheben. Und darum bin ich doch sehr gespannt. So ein schönes Lokal. Und es gibt ein Cordon Bleu mit Pommes frites und Gemüse, so quasi alles frittiert. Es ist soweit. Elvira und Marek bitten an den Tisch. Thomas, sehr zum Wohl. Bevor es aber mit dem Essen losgehen kann, muss Marek noch ein paar Sachen abklären. Ich würde noch gerne fragen, ob es beim Menü heute Abend alles so weit in Ordnung ist oder hätten Sie gerne einen Wunsch, eine andere Beilage? Obacht, das könnte eine gefährliche Frage sein. Mir einfach ein bisschen wenig Pommes frites und auch wenig Gemüse. Also Portionen von einem Kinderteller. Weniger Pommes frites, weniger Gemüse, weil ich schon denke, okay, Cordon Bleu wird eh viel sein. Weitere Spezialwünsche? Für mich gerne das Cordon Bleu ohne Schinken. Ohne Schinken. Okay. Ich kann ihn schon essen, aber ich kann dann nachher nachwehen. Für mich auch ohne Schinken das Cordon Bleu und ohne. Nur mit Gemüse. Nur mit Gemüse, sehr keine Pommes frites. Ja, sehr gerne. Im Dessert vielleicht eine Änderung oder ein Wunsch, wenn Sie. Für mich einfach keine Süßigkeiten. Ja. Es ist eine Unverträglichkeit. Eine Zuckerunverträglichkeit. Ich würde Ihnen vorschlagen, vielleicht ein Früchteteller, frische Früchte und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Käse dazu. Sehr gerne, ja. Ich nehme auch Gemüse. Ja. Was überkommst du speziell, Alex? Ich nehme es wie es auf dem Menü. Original. Ein Shot, der eben nichts verschrecken kann. Der Alex. Unerschrocken geht es auch in der Küche weiter. Der Koch Lukas klopft das Kalbfleischblatt. Dann kommt der Schinken obendrauf und der Bergkäse, den die Gäste schon beim Apéro probiert haben. Auf was muss man beim Cordon Bleu schauen, Marek? Beim Cordon Bleu musst du einfach aufpassen, dass du immer eine schöne, richtige Größe hast, damit das schön alles drin bleibt. Das heißt, der Käse, wenn du schmilzt. Und dann beim Panieren oder beim Zusammenschnellen musst du halt aufpassen, dass du es richtig schön in eine Form kriegst und schön panierst von allen Seiten. Und das macht der Lukas. Zuerst im Mehl, dann im Ei und am Schluss in der Panade. Und ab mit dem Fleisch in die Fritteuse. Aus der Fritteuse kommen auch Pommes frites, wo der Koch noch Paprika drauf tut. Und das ist der Hauptgang. Kalbs Cordon Bleu mit Schinken und Bergkäse, Pommes frites und einer Gemüsegarnitur für 39,50 Franken. Die Maya serviert das Menü mit sämtlichen Spezialwünschen. Ich
bin dann verschluckt, was denn das wirklich für eine Portion ist. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Miteinander. Merci vielmals. Einen guten Miteinander. Ja, guten. Pommes frites sind super golden draussen. Super goldig, ja. Goldige Pommes frites gewürzt mit Paprika. Erste Reaktionen zum Hauptgang? Alles perfekt gekocht. Ja, wirklich sehr gut. Weiter geht's mit Geniessen. Jedem von den Gästen ist sein Spezialwunsch erfüllt worden. Das war ja kein Problem, oder Thomas? Ohne Mauern angenommen und die Wünsche erfüllt. Eigentlich sensationell. Und Claudia entdeckt etwas. Ah, oh, der spezielle Käse, den wir vorher probiert haben. Wie schmeckt dir der spezielle Käse, Alex? Ist ein feiner Käse. Ja, sehr, das schmeckt das schon. Ist fein, passt gut zu der Kalbs, ist nicht so stark. Ein feiner Käse. Der spezielle Käse im Gotenblüh ist der Hit. Ist es sonst auch ein Hit? Das Gemüse, Pommes frites, gute Qualität, nicht einfach Pommes frites. Für mich hätte jetzt Pommes frites noch ein bisschen heißer sein. Ich bin halt nicht heikel, was das anbelangt. Aber wirklich top. Wirklich, kann man nichts sagen. Es ist mir einfach zu viel, es ist mir zu schwer. Es hat aber sehr gut geschmeckt, sonst hätte ich es auch stehen lassen. Es ist einfach hinten drin, merkt man dann, oh, das ist sehr, sehr deftig. Obwohl ich eigentlich die Light-Version hatte vom Ganzen. Nicht nur der Erika ist die Portion zu gross. Ich habe das natürlich schade gefunden, dass ich doch nicht fertig gebracht habe, um es aufzuessen, das Stück Fleisch. Und wo ja der Thomas dann so schön übergeschaut hat. Was denn? Da haben wir gesagt, ja, machen wir doch. Nehmen wir den Schinken weg. Schön wieder zusammen. Auf seinen Teller. Er hat Freude, ich habe Freude. Schau, das können wir an. Das bringen wir an. Du hast jetzt sie zieren. Nein, genau, ich hätte gestern Abend schon das Mosbrötchen nicht essen sollen, oder? Hast du denn schon gemerkt heute? Also ich gebe mir Mühe. Ja, ja. Und das dürft ihr bitte nicht filmen. Nein, klar nicht. Du, was meinst du, wenn sie noch ganz ein bisschen hat? Ja, ich will es überleben. Du. Willst du es überleben? Ja, ja. In Gottes Namen. Ich habe dann noch den Claudio ihren Rest vom Fleisch gegessen, den wir vom Schinken befreit haben. Und da habe ich doch einen erheblichen Unterschied geschmeckt. Also ich würde auch in Zukunft, wenn ich da mit Gästen mal würde kommen, würde Gordon Bleu ohne Schinken bestellen, weil wirklich der Käse kommt dann extrem zur Geltung und er ist wirklich super fein. Unterdessen arbeitet Lukas fleissig am Dessert. Und schon ist es fertig. Kein Wunder bei diesem Tempo. Ein Duett vom warmen Schokokuchen mit cremigem Cheesecake und einer Früchtegarnitur für 12.50 Franken. Der letzte Gang von heute Abend kommt auf den Tisch. Serviert vom Wirtepaar höchst persönlich. Im Guten miteinander. Ich hoffe, jetzt genießen Sie es. Ja. Die Erika überkommt statt dem Dessert einen Früchteteller mit Käse. Während sie essen kann, müssen die anderen aufpassen. Sie ist nämlich noch etwas heiß. Für ein Paar sind die Portionen definitiv zu gross. Too much für dich. Mhm. Eindeutig. Ich habe nach zwei Löffeln so schockiert, habe ich das Gefühl, 2000 Kalorien. Kapitulieren. Nein. Du hast gerne meine Beeren haben. Das ist nicht so meins. Also, die nehme ich gerne. Nein, ich bin kein Beeren-Freund. Ich habe den Gomfi. Oder den Berliner. So. Beere gegen Cordon Bleu. Das ist doch ein fairer Tausch. Wie ist denn dein Früchteteller mit Käse, Erika? Sie sind auf mich dazugekommen, ob ich gerne ein bisschen Käse und Früchte hätte. Und ich sagte sehr gerne. Und sie haben dir das wunderbar präsentiert. Nicht alle Teller sind leer. Alex seinen aber schon.
Ich bin nicht der Dessertesser. Ich esse nie Dessert. Und muss ich sagen, der Teller ist leer. Ich habe sogar Schokokuchen. Ich habe mein ganzes Leben nie einen Schokokuchen gegessen. Aber der ist mehr Schoki als Kuchen. Und ist fein. Der Cheesecake, oder wie man dem sagt, den habe ich gegessen. Der war fein. Sie haben mir wirklich ein kleines Stückchen gebracht. Der Schokokuchen. Der war mir ein bisschen zu flüssig inwendig. Es geht weiter mit der Bewertungsrunde. Wie finden die Gäste das Ambiente vom Bahnhöfli mit dem Wintergarten? Ja, der Eindruck vom Wintergarten ist heimelig. Man fühlt sich wohl hier drin. Also schön Platz mit dem Boden und man kann raus schauen. Sehr schön. Der Service. Es ist freundlich, sie ist aufhörig, also immer jeder Wunsch. Und eigentlich mit dem speziellen Wunsch von hinten, links und rechts, kleine Portion, ohne dieses, ohne das. Die sind so einfach eingegangen, jeder spezielle Wunsch. Man kann seine Wünsche anbringen und es wird wirklich 100% darauf eingegangen. Das ist, finde ich, sehr, sehr positiv. Jetzt zu etwas ganz Wichtigem, dem Essen. Wie hat das der Gast geschmeckt? Also im Großen und Ganzen war es gut. Eben das Essen einfach zu viel, zu schwer. Jetzt auch nicht meine Küche. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ohne Schinken. Ohne Schinken, ja. Das ist jetzt mein Gusto. Es gibt Leute, die das nicht verzichten. Aber das Gordon Bleu ohne Schinken kann ich wirklich nur empfehlen. Der Gesamtpreis von 59 Franken. Ja, also ich finde es jetzt nicht überrissen, finde es aber auch nicht billig, aber es ist dementsprechend auch Qualität da. Also von dem her sind die Preise gerechtfertigt. Ist gut. Ciao, Melvira. Tschüss. Danke vielmals für den schönen Abend. Danke auch. Gute Nacht. Gut. Danke, du auch. Alex. Danke. Danke. Hoi. Hat mich gefreut. Danke vielmals. Jetzt geht's jeden Punkt. Von 0 bis 10 Punkte können die Gäste vergeben. Wie viel gibt es echt für das Bahnhöfli? Der Alex fängt an. 8 Punkte. Auch 8 von Thomas. 7 von der Claudia. Und 7 von der Erika. Das gibt 30 Punkte für Elvira und das Bahnhöfli. Gleichstand mit dem Team von Thomas. Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie 1'000 Franken im Bar und gönnen Sie sich und Ihrer Begleitung ein feines Essen im Restaurant oder erfüllen Sie sich sonst einen Wunsch? Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen aus dem Festnetz oder gratis per WOP. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Der Alex lässt ein ins Restaurant Tiefenbrunnen zu Winterthur. Und schon beim Apéro gibt es die ersten Sonderwünsche. Serviert echt wird in die vielen extra Würste? Ich sollte kein Schweinefleisch essen. Ohne Soße bitte. Geht das? Gesprächsstoff bei Mini Bites, Dini Bites. Haben wir schon die Woche ein paar Mal diskutiert. Das sind Geschmäcker, gehen so weit auseinander oder sind so nicht zusammen. Das ist so. Ja.